Weiter geht's bei Welcome Shop mit unserer lockeren Reihe Legenden treffen Legenden. Und ich glaube, heute haben wir die zwei größten Legenden hier, die das deutsche Fernsehen hergibt. Einmal der Micha Krause, hallo, grüß Polly, dich. Und zum anderen die legendäre Mulinex. Eine sensationelle Mischung. Zeig uns, was es kann und was man sich darunter vorstellen muss. Ja, die Mulinex ist ein Klassiker in der Küche. Einfachst in der Handhabung, Poldi. Schnell aufgebaut, flott sauber gemacht, keine Verletzungsgefahr. Schau, ich gehe nur hin, klappe die drei Stahlfederbeine auseinander. Der Apparat ist vollkommen bruch- und schlagstabil. Makrolon, ein Hartkunststoff. Fünf Scheiben sind im Set dabei. Genau, normalerweise drei. Bei Welcome Shop gibt es zwei. Noch gratis mit dazu. So von ist ganz das, fein aber bis ganz grob und sogar zum Scheibenmacher. Absolut richtig. Ich habe aufgepasst. Ja, die Scheiben, schau, die sind nummeriert und die Nummern findet man auf der beiliegenden Gebrauchsanweisung das schön ist die beschrieben. Hier, genau. Scheibe 1, 2, 3, 4, 5, alles drauf. Perfekt. So, die Scheiben sind auf einer Seite glatt, die andere ist halt rau. Mhm. Die raue Seite lasse ich ja nur nach oben zeigen und dann stecke ich die Scheibe unter diese drei Führungsschienen. Kann man an der Vorderseite ist eine Öffnung, eine einzige, kann man nicht übersehen oder verfehlen. Und da kommt einfach die Kurbel rein, die wird nur reingesteckt. Mhm. Da wird nichts angeschraubt, Poldi, weil Schraubgewinde kann ja ausleiern. So, und dann geht's los. Vor allen Dingen, ich brauche keine Kraft. Ich arbeite immer mühelos, ohne Strom und vor allen Dingen ohne Verletzungsgefahr, weil ich kann ja da den Finger nicht reinhalten, dann da drauf und mit dem Mund dann drehen. Das ist etwas schwierig. Ne? Da habe ich in Sekundenschnelle, Poldi, mir die schönsten und leckersten und gesündesten Rohkostsalate zubereitet. Schau mal, ein schöner Rettichsalat. Ne? Da noch etwas perfekt. Saure Sahne oder eine Joghurtsoße oder so viele Möglichkeiten gibt es da. Balsamico. Ganz genau. So, genauso schön Radieschen. Die kann man ja mit dem Messer oder mit dem Hobel nur in Scheiben schneiden. Mühevoll, ja. Schön scheibchenweise. Ne? Hier kann ich mal die Radieschen handvollweise verarbeiten, lieber Poldi. Ne? Da habe ich in Sekundenschnelle einen schönen Radieser-Salat. Sowas über den grünen Blattsalat gestreut. Ja, Mutti ist doch da die allergrößte. Was ich auch immer gerne zeige, ein Tipp, Poldi. Ein Tipp ist der Gurkensalat. Viele Leute haben Probleme beim Gurkensalat, weil der schwer zu verdauen ist. Weiß man, das heißt, so man ja abends auch keinen Gurkensalat essen. Ja, manche essen den frühmorgens, damit sie abends nicht mehr mit dem reden müssen. Das ist leider Gottes so. Deshalb macht man sich mal diesen gestifteten, julienne geraspelten Gurkensalat. Mal hier einfach oder saure auch gemischt mit Radieschen, sieht hübsch aus, ganz schmeckt genau. Lecker. Absolut, da perfekt. Kriegt der Gurkensalat so eine richtig pfiffige Note. Ne? Super. Und er ist alles so blitzschnell zubereitet. Mhm. So, aber was machen wir, Poldi, wenn ich das Ganze feiner haben will, nicht ganz so grob? Mhm. Dann nimmt man halt einfach logischerweise eine feinere Scheibe. Ich lache, dann wäre ich vielleicht sogar selber draufgekommen. Na, das hätte ich ja nie gedacht. So, und dann machen wir jetzt einfach mal den julienne geraspelten Möhren, Karotten, gelbe Rübensalat. Mhm. Ne? Denn da habe ich jetzt zwei Möglichkeiten. Wenn ich das Ganze hochkant reinstelle, Poldi, dann gibt es logischerweise. Ja, mach das zuerst mal lange und dann kurze. Ganz genau, machen wir so. Wer lange Fasern haben möchte, der legt das Gemüse einfach der Länge nach hinein. Mhm. Ne? Da kriege ich automatisch einen wunderschönen, lang geraspelten, julienne verarbeiteten Möhrensalat. Ne? Hier kann ich noch ein bisschen Zitronensaft dazugeben, einen Apfel vielleicht noch drunter raspeln. Genau, und dann ist die Sache schöne, schon lange. Perfekt. Und sowas kann ich mit dem Hobel beispielsweise nicht zubereiten. Der hat diese Schnittvariante ganz einfach. Ne? Jetzt machen wir die kurze. Und wenn ich jetzt das Ganze hochkant reinstelle, dann gibt es kurze Stiftchen. Da habe ich eben für den, der mit Magenprobleme hat, ne, der sollte ja seinen Möhren-gelbe Rübensalat ja kurzfasrig essen. Okay. Ne? Das ist ja besser zu verdauen. Das ist super. So. Ich meine, es ist so, Micha, das weißt du ja nicht weißt, aber ich glaube, wir haben schon, ich weiß nicht wie viel, zigtausend von den Mulinex in den letzten Jahren verkauft. Und was immer wieder Frage ist, was die Zuschauer stellen, könnt ihr das nicht nochmal ganz langsam und ausführlich zeigen, wie das mit dem Zwiebelschneiden geht? Natürlich, selbstverständlich. Größte Übel aller Hausfrauen ist natürlich die Zwiebel. Und ich kann die Zwiebel jetzt natürlich fein hacken, grob hacken oder in Scheiben schneiden. Okay. Ne? Und ich zeige sie mal grob so, gehackt. So ne? Für einen Zwiebelkuchen oder sowas? Oder? Ganz genau, für einen Zwiebelkuchen oder aber fürs Gulasch, ist ja das klassische Beispiel. Okay, gut, weißt, beim Gulasch, da brauche ich ein Kilo. Kilo Fleisch, ein Kilo Zwiebel. Genau, dieselbe Menge Zwiebeln. Mhm. Und mit dem Messer kreuz und quer schnippeln. Hier schneide ich ein oder zweimal in die Zwiebel ein. Mhm. Warum mache ich das, Poldi?
Damit die Ringe einfach auseinanderfallen. Ne? Okay. Das ist, na, also einfach ein, zweimal einschneiden. Maximal bei einer großen Zwiebel zweimal. Mhm. Und die Anschnittseite lege ich nach unten auf die Scheibe. Okay. Und dann kannst du garantiert nicht so schnell heulen. Dann hast du die Zwiebeln grob gehackt. Schweinebraten, Zwiebelbraten, super. Gulasch. Super. Da überleg mal, wie lange hättest du jetzt da mit dem Messer rumgefummelt. Ne? Das geht hier in Sekundenschnelle. Micha, ich weiß, es ist schwer. Ich muss dich immer eine Sekunde einbremsen. Wir müssen eine kleine Pause machen. Versuche es irgendwie eine freie Leitung zu kriegen, wenn nicht vielleicht 20 Sekunden Warteschleife oder Sie gehen zu welcometv.de und hier sehen Sie noch mal kurz, was alles im Set mit dabei ist. Die Moulinex Julienne, ein Klassiker unter den Welcome-Produkten. Schnell einsatzbereit und einfach zu bedienen. Sie erhalten die Moulinex Julienne exklusiv bei uns, inklusive 5 verschiedene Arbeitsscheiben. Für jeden Bedarf die richtige Scheibe. Raspeln, hobeln und schneiden Sie alles, was Sie in der Gemüseabteilung finden. Die Moulinex Julienne. Und der Appetit kommt schon bei der Vorbereitung. Also ich meine, Sie haben gesehen, schneller wie Sie eine herkömmliche Küchenmaschine aufgebaut haben, haben Sie hier wahrscheinlich ein 6-Gänge-Menü gekocht. Aber Micha, wir können ja noch viel mehr machen. Ja, natürlich. 150 verschiedene Variationsmöglichkeiten. Und ich will dir jetzt mal eine ganz tolle Geschichte zeigen, nämlich Käsereiben. Beste Käsereibe der Welt. Ne? Denn ich kann hier harten Parmesan und Weihkäse. Wenn ich nicht zu Wort komme, ist ja Katastrophe. Ja. Ja, schau mal. Ja, Parmesan-Käsereibe kostet 25 Euro mindestens. Habe ich hier integriert. Ich kann dir sagen, ich habe die Moulinex jetzt, glaube ich, seit 8 oder 9 Jahren. Also ich möchte nicht wissen, wie viel Hunderte von Kilo Käse ich damit schon gemacht habe, weil das brauchst du ja eigentlich fast jeden Tag. Ganz genau, für Spaghetti, Macaroni, Tortellini. Und der riecht halt auch. Das weißt du, wenn du das aus der Tüte hast, das riecht dann. Das ist die Qualität, die Frische der Produkte. Ja. Und wenn sowas schnell und einfach geht, dann mache ich mir das doch auch. Mhm. Habe ich große Umstände, dann lässt man es lieber bleiben. Weicher Käse, Handreibe. Kriegst egal, immer nur irgendwelchen Matsch raus. Verschmiert und verklebt die Poren. Ich höre es immer bei der Nachbarschaft, die Klopferei. Ne? Der Käse fliegt durch die ganze Küche, nur nicht dahin, wo er hin soll. Ja, hier schön. Haben wir jetzt mal den weichen Käse. Schauen Sie, wunderschön locker verarbeitet. Na, der ist ganz locker gerieben. Na, der klebt nicht, der pappt nicht. Und so muss das sein. Ne? Ja. Das ist einfach Qualität dieses Geräts. Vor allen Dingen, die Scheiben können sich nicht abnutzen. Die Scheiben, die sind stumpf, das ist eine Bruchkante. Mhm. Ne? Da wird nur mit der Härte des Produkts gearbeitet, nicht mit der Schärfe, Poldi. Ne? So, genauso schön, wenn ich mal den Käse zum Überbacken brauche, muss er gröber gerieben werden. Oder für einen schönen Schweizer Wurstsalat Pizza, mal schnell. Ja. Oder auf die Pizza. Da ist immer so wenig Käse drauf, ne? Wenn man die kauft. Ne? Auf dem Foto sieht das immer schön aus. Hier habe ich mal wunderschöne, exzellente, grobe Käsestreifchen. So, jetzt habe ich so aber nicht... viel Sachen noch stehen. Ja, ich habe hier... Nüsse, Schokolade und... Eine perfekte Nussmandelmühle. Alleine 4 verschiedene Möglichkeiten nur mit den Nüssen. Ich kann die Nüsse von grob splittern bis ganz fein mahlen, kann ich alles mit diesem Gerät zubereiten. Das sieht man hier, ganz fein oder grob? Das ist grob geraspelt, weil eine Nussmandelmühle, die kostet auch 20 Euro im Geschäft. Klar, kann ich nur haben wir hier fein schon mahlen. Dabei. Das ist auch integriert. Weil die Nüsse ganz fein gemahlen. Vor allen Dingen bei mir ist das Nussöl, was ja ganz wichtig ist, das ist in der Nuss. Das wird nicht ausgequetscht. Wird, ja. Ja, ganz genau. Super. Weil beim elektrischen Gerät, die wie dreht Staub. Zu schnell. Ne? Ja. Und ganz pudrig, wunderschön fein gemahlen. Schokolade, Poldi. Hm. Das ist die größte gut, Sauerei, die man sich antun kann. Ja. Wer Schokolade schon mal man mit der Hand... Man muss dazu sagen, wir haben hier im Studio ungefähr 40 Grad. Ja, das stimmt, ja. Viel Schweiß. Schauen Sie. Da hast du die Hälfte in den Fingern kleben, wenn du das von Hand machst. Ne? Hier kann ich die Schokolade ganz feine Flöckchen zubereiten. Ja. Ich kann aber auch Kakao damit reiben. Ich kann die Borkenschokolade damit verarbeiten. Super. Also für die Torten habe ich alles integriert in diesem Gerät. Ne? So. Wahnsinn. Ja, jetzt tut mir es aber leid. Jetzt müssen wir ein bisschen Gas geben. Wir haben auch jetzt demnächst Pause. Jetzt wollen wir noch kurz für die Crew hier was zum Essen machen. Ja. Was kannst du uns da empfehlen? Also wir machen uns heute Mittag ein schönes Süppchen. Na, und dafür mache ich jetzt die Suppeneinlage fertig. Okay. Und da nehmen wir jetzt mal die Karotten, die Möhren, die gelben Rüben. Ich kann mach mich doch auch den mal warte, mach doch langsam du den Schokolade weg, den wollen wir in der Suppe haben. Ja. Den Schokolade, das bisschen. Macht die Sache doch süß. Ne? So. So, das geht schon. Jetzt geht's. So, also, wie gesagt, ich nehme jetzt die Möhren. Mhm. Dazu gebe ich
die Kräuter, ganz, ganz wichtig, Petersilie. Mhm. Nur bei den Kräutern eins beachten, die sollten trocken sein, Poldi, keine nassen Kräuter, weil die schmieren, das kann kein Küchengerät. Bei mir kommt immer gerne noch der Blumenkohl mit dazu, weil Blumenkohl eine schöne, sämige Bindung in der Suppe gibt und einen tollen Geschmack. Und dann habe ich mal in Sekundenschnelle mir eine wunderschöne Suppeneinlage zubereitet. Ne? Sowas kann man auch auf Vorrat zubereiten übrigens und mal einfrieren, weißt du, dann hast du immer was Frisches zu haben. Du kannst rein theoretisch Wasser heiß machen im Wasserkocher, drüber kippen, dann hast du noch eine Rohkostsuppe, wie das ist sonst eigentlich nur immer. Und da musst du mal dein Näschen reinhalten. Das duftet und sowas kriegen wir jetzt gleich in unsere Mittagssuppe. Jetzt machen wir noch eine Sättigungsbeilage mit Kartoffeln und dann machen wir Pause und gehen was essen. Gerne. So, und dann machen wir uns mal schnell die Bratkartoffeln. Du weißt ja selber, Bratkartoffeln mit Messer schneiden, eine ewige Fummelei. Mhm. Ne? Hier kann ich das Gerät voll machen mit den Kartoffelchen. Ne? Da passen zwei, drei Kartoffeln auf einmal rein. Ja. So, und dann habe ich mal blitzschnell meine Bratkartoffeln zubereitet. So schnell kannst du gar nicht auf die Uhr gucken, wie du da fertig bist. Und schau mal, was ganz wichtig ist. Die sind alle gleich stark geschnitten. Das ist wichtig für die Garzeit. Ne? Und schneller, einfacher und bequemer kann man mit keinem Küchengerät der Welt arbeiten. Micha, vielen herzlichen Dank. Ich habe zum Schluss, kennst du den Song noch? Ja, natürlich. Weltberühmt. Mulinex. Tja, tja, tja. Und Ihnen zeigen wir jetzt noch mal ganz kurz, wie Sie es bekommen können und was alles im Set mit dabei ist. Die Mulinex Julienne. Ein Klassiker unter den Welcome-Produkten. Schnell einsatzbereit und einfach zu bedienen. Sie erhalten die Mulinex Julienne exklusiv bei uns, inklusive 5 verschiedene Arbeitsscheiben. Für jeden Bedarf die richtige Scheibe. Die Anwendungen sind grenzenlos. Die Mulinex Julienne. Und der Appetit kommt schon bei der Vorbereitung.